So, dann gucken wir doch mal. Also möglichst effektiv dadurch. Das heißt, wir werden nicht Gegner überspringen, die uns angreifen könnten. Das geht bei denen hier nämlich nicht. Die sind zu schnell. Im Gegensatz zu diesen riesen Eisengolems da hinten. Und dann wollen wir da hinten hin. Eigentlich wollen wir nur zu dem Boot da vorne. Können wir da nicht rüberschwimmen? Das sieht nicht sehr weit aus. Nee, wird nicht gehen. Gut. Du bist erstmal. Genau. Hey, du warst letztes Mal ein One-Hit. So. Oh. Überall fliegen Feuerpfeile. Hier gar nicht. Ich kann hier nicht ordentlich drüber targeten. Geh weg. Geh. Au. Hey. Natten. Das ist auch peinlich. Ich brauche unbedingt entweder mehr Abstand zu den Gegnern oder eine schnellere Zaubergeschwindigkeit. Ich habe gerade ein wenig unterschätzt, wie schnell der Gegner angreift. Ich dachte, ach komm, gehst halt nah ran, zauberst einmal, der kommt eher ins Straucheln. Und sobald er strauchelt, setzt du nach und das war's dann. Aber, das war gerade auch wieder zu knapp. Und wir sind jetzt doch schon relativ schwach, ne? So 85% Max-Leben. Oh, so jetzt aber. Genau, einfach in die vollkommen andere Richtung. Ihn Heiltrank trinken lassen und in die Luft schießen. Das klingt nach einem super Plan. Hast du gerade vorgehalten, um dahin zu schießen, wo ich vermutlich gleich hingehen werde? Das ist ganz schön geschickt für einen Zombie, ja? Trinken Trank. So, da hinten wollten wir nicht hingehen, da müssen wir nicht hingehen. Hier ist Sand auf dem Boden. Aber wir können da nirgendwo lang. Ich hatte überlegt, die drei, vier Gegner hier zu umgehen, aber das geht wohl nicht. Das heißt, ich sniper den da oben an. Genau. Du weg. Das geht richtig gut mit dem Fernglas. So viele Zauber verschwende ich auch gar nicht, weil die bewegen sich teilweise recht gut vorausberechenbar. Also, so wie wir ja auch vorausberechenbar sind für die. Offensichtlich, sonst könnten sie nicht dahin schießen, wo sie wissen, dass ich hingehe. Oh, was war das? Oh, ekliges Vieh. Zwei, drei, viel zu viele Zauber. Wobei, ich glaube, die hier könnte ich ignorieren. Vor denen kann ich nämlich weglaufen. Die sind ein bisschen langsamer. Aber die Piraten hier, die würden mich recht lange verfolgen, da bin ich mir ziemlich sicher. Arr. So, du weg. Aber wo war der Lockstone? War der auf dieser Ebene oder war er eine Ebene höher? Oh. Hinter uns ist auch noch einer. Genau da. Eins. Zwei. Ich höre Hunde. Achso, das ist der Hund. Nee, hier ist noch einer. Gepusch, gepusch. Brauchen echt mehr Int. Kleines bisschen mehr Int und die werden alle hier One-Hits und ich würde keine zwei Zauber pro Gegner verbrauchen. Da hinten leuchtet's. Da ist ein Sniper-Typ, aber ich sehe den Lockstone nicht. Doch da, okay. Ah, die sind gleich hinter mir, ne? Ja, okay, erstmal die, die jetzt gleich hier hochkommen, töten. Das ist ein Spieler. Da. Nicht zurücklaufen. Kann ich dich von hier treffen? Hund vielleicht. Aber viel zu viel Zauber. Ja, super, einmal getroffen. Wo ist der Pirat hin? Der läuft hin und her. Ich glaube, die sind ein wenig verwirrt davon. So, du kaputt. Du kaputt. 31 Zauber noch.
mal eben 50% unserer maximalen sauber verbraucht. Allein schon, um hier hinzukommen. Hatte ich neue Herbs gekauft? Ja, hatte ich, aber nicht so viele. Oh, die Herbs scheinen alle meine Zauber aufzufüllen. Das heißt, ich sollte auch den großen Pfeil benutzen. Sonst wäre das verschwendete Kräutergeschichte. Also gucken wir mal, was es macht. Benutzen, yep. Es macht Licht. Nicht für ganz viel Geschrei. Von diesen schwarzen Viechern wahrscheinlich, hm? Und da ist ein Typ. Nee, ich will nicht zum Typ. Ich will jetzt zum Schiff. Komme ich von hier aus irgendwie schneller zum Schiff? Nee, hier war eine Sackgasse, das weiß ich noch. Da unten rum. Sieht gut aus. Natürlich kommt man da unten nicht hin. Obwohl, warte mal, vielleicht kann ich da rüber springen über das Seil. Nee, so weit kann ich nicht springen. Okay, wir müssen hier lang. Ja. Und die Piraten schlafen weiter, das ist ja nett. One hit. So, oh. Was hast du denn hier? Ah, und hier ist die Abkürzung, die wir freigeschaltet haben. Ja, sehr gut. Also wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Und von hier aus müssten wir gleich zum Schiff kommen können. Oh oh. Du lebst hier immer noch. So, jetzt erstmal Trank. Okay. Oh, ist die Tür hier zu? Das ist komisch. Dass die Türen gehen. Also die Türen bleiben auf, wenn man stirbt und wiederkommt. Na gut, sei es drum. Ich höre so einen komischen Viecherschrein. Ich höre noch mehr Viecherschreien. Ich sehe Loot. Hallo, komisches Vieh und. Oh. Das war so nicht geplant. Was haben wir hier Schönes? Ein Zauberstab wäre mal schön. Nö, eine Human Effigy. Davon müssten wir inzwischen richtig, richtig viele haben. Zumal ich die hier fast nie benutze. So. Da sitzt irgendjemand. Da hängt irgendjemand. Jungs, ich kann euch sehen. Gebusch. Gebusch. Hängen auf der anderen Seite auch noch welche? Da ist einer im Wasser, der kauert da. Komm, schießen wir die auch mal an. Na, fünf große Pfeile nur noch. Okay, ich wechsle wieder auf die kleinen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Aber da oben, wie gesagt, da saß ein Typ. Zumindest sah es aus, wenn ein Typ saß, sitzen würde. Jo, ein alter Mann. In den verdächtig ähnlichen Roben wie meiner. I sense power. Jo. Very well. From this day, you shall be my new pupil. I am Carillion. Carillion of the Fold. Surely you've heard the name. Now, now, do not be afraid. Let us explore the limits of sorcery. Okay. Pyromantieflamme, die haben wir noch gar nicht. Sorcerer Stuff, das ist genau das gleiche, was wir auch haben, oder? Dann hätten wir es dreimal. Das ist ja sehr schön. Was haben wir hier? Magischen Schutz. Verkürzt Geschwindigkeit des Zauberns. Du hast gekauft. Oh, oh. Restore Spell Uses. Wird auch gleich. Oh, ein Zauber. Ja, sehr schön. Wir brauchen unbedingt mehr Seelen. Ganz kurz mit dir reden. Hier, a fitting gift for you. Northern Ritual Band. Seek higher planes, young pupil. Okay. One day my teachings will save you. Höchstwahrscheinlich. Das ist sehr cool, dass wir den gefunden haben. Schon jetzt ganz viele Sachen, die wir machen könnten und angucken könnten und was weiß ich. Also einmal haben wir gerade noch einen Ring bekommen. Den da. Northern Ritual Band.
Erhöht die Zauberanzahl, verringert jedoch Lebenspunkte. Okay, und das da. Was? Erhöht Lebenspunkte. Also ich glaube, den Chloranti-Ring nehme ich erstmal weg und dafür nehme ich Zaubergeschwindigkeit erhöhen. Und ich nehme den Lebenspunktring weg und nehme dafür den, der mehr Zauberanwendungen gibt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie viele Lebenspunkte wir jetzt haben. Oh, das sieht sehr viel weniger aus. Okay. Also mit dem Hollow-Effekt sind wir ganz knapp über unserem Stamina-Balken. Ich wechsle mal ganz kurz die Ringe. Wow. Ja, es ist mir eben 20% Lebenspunkte weg. Wenn nicht sogar noch mehr, 20, 30. Uff. Also für echt ein One-Hit-Wunder mit dem Ding, ja? Und es sorgt in Anführungszeichen nur dafür, dass wir mehr Zaubersprüche haben. Zur Verfügung haben. Was wir nicht unbedingt brauchen. Denn bisher hatten wir keinen Bosskampf, wo wir alle unsere Zauber verbraucht haben. Und vor einem Bosskampf können wir die Amber Herbs benutzen. Also nee. Ich werde den Ring, der weniger Lebenspunkte macht, nicht anlegen. Erstmal nicht. Gut, nächster Schritt. Wir brauchen mehr Seelen. Wir brauchen viel mehr Seelen. Weil er hat Zaubersprüche zum Verkaufen. Die wollen wir alle haben. Benutzen da, benutzen da. In der Situation wäre Talana sogar versucht, die großen Seelen zu benutzen. Aber sie weiß wohl, dass man damit noch was Besseres anfangen kann später. Auch wenn sie nicht weiß, welche Seele für was zur Verfügung stehen müsste. Wenn sie das wüsste, könnte sie jetzt die Seelen, die sie nicht braucht, für Stäbe oder Roben oder dergleichen, ja verwenden. Aber weiß sie halt nicht. 10.000? Könnte reichen. Wir würden gerne kaufen. Zaubersprüche. Heavy Soul Arrow. Was machst du? Ein quasi aufladbaren Seelenpfeil. Greater Heavy Soul Arrow. Also wir haben den normalen Soul Arrow. Den haben wir ja schon. Dann haben wir den Great Soul Arrow. Den haben wir auch schon. Jetzt haben wir hier einen aufladbaren Seelenpfeil anscheinend. Und hier einen aufladbaren, stärkeren Seelenpfeil. Shockwave, was machst du? Eine große Schockwelle, die Gegner umschubst. Soul Spear Barrage. Wirft eine Ansammlung an Speeren. Okay, eine magische Waffe sehe ich da noch. Damit könnten wir, wenn wir irgendeine Waffe hätten, die wir einigermaßen benutzen könnten, was momentan nicht der Fall ist, könnten wir diese Waffe verzaubern, sodass sie mehr Schaden macht. Also sollten wir uns vielleicht wirklich eine Backup-Waffe zulegen, die nicht der Dolch ist. Und dann unsere Slots, die wir haben für Zaubersprüche, voll machen mit den richtig, richtig großen Kanonen. Davon haben wir aber nur begrenzte Schüsse. Und sobald die Schüsse weg sind, benutzen wir halt die magische Waffe. Problem ist halt, dass die magische Waffe selbst einen ganzen Slot wegnimmt und es dann vielleicht mehr Sinn macht, hier noch einen Kampfzauber reinzutun, aber nee. Und was machst du? Dieser Spruch ist dazu da, Gegner anzulocken. Dafür werde ich keinen Zauberslot benutzen. Das könnt ihr knicken, ich will töten. Also wir kaufen den Soul Spear Barrage. Wir kaufen... die... aufladbare Variante von dem normalen Spruch. Und wir kaufen die aufladbare Variante von dem größeren Spruch. Und dann gehen wir jetzt töten. Do not take my teachings lightly. So, wir haben nicht zu Ende gesprochen. Do you see? The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me.
Let us mature together, young pupil. Wenn es für dich ebenfalls was Neues ist, warum maßt du dir dann an, dass du der Meister bist und wir die Schüler? Also ja, du hast Zaubersprüche zum Verkaufen. Das heißt nur, dass du einen Händler überfallen hast.